Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Dezember 2023. Und diese Legung ist wie alle, die unter dem Sternzeichen Jungfrau geboren sind. Meine Lieben, das ist meine letzte Legung in 2023 für euch und wir hoffen, dass meine Karten heute für das Jahresabschluss was Gutes euch zeigen werden, was natürlich euch positiv auch einstimmen wird. Wir schauen mal, welche Tendenzen euch erwarten und die erste Karte, das ist eure Thema. Ass der Schwerter, das was behilflich sein wird oder im Weg steht, die Mäßigkeit, oh mein Gott, ich bin da irgendwie weg. Zwei der Münzen, das ist eure Bewusstsein, eure Unterbewusstsein. Fünf der Münzen, das was war. Fünf der Schwerter, das was kommt. Neun der Stäbe, eure Energie. Fünf der Kelche, äußere Energie. Ritter der Münzen, Hoffnungen oder Ängste. Königin der Kelche und die letzte Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen, neunte Kelche. Gut, ein bisschen höher, dass man besser sieht. Ass der Schwerter, das ist eine sehr gute Karte, weil hier sehen wir, dass man eine Vision hat, einen Plan hat. Man hat klare Ziele von sich. Man möchte etwas erreichen, was einem wichtig ist und man wird sich aus dem Weg nicht wegbringen. Also nicht überreden, dass man zum Beispiel anders machen soll oder man soll irgendwie den Plan überhaupt nicht ins Leben bringen. Also hier ist man entschieden, ich möchte meinen Plan, mein Vorhaben ins Leben bringen. Und die Mäßigkeit, die hier so gut dasteht, diese Karte, die hier auch euch sehr viel behilflich sein wird, das ist diese Balance im Leben, die Möglichkeiten, die man bekommt. Und wenn man klare Vorstellung hat von einem Projekt, sagen wir, dann das Leben gibt dir die passenden Möglichkeiten. Das wird sich dann schon entwickeln. Man muss aber eine Vision haben. Wenn man keine Vision hat, keine Vorstellung, dann natürlich kriegt man irgendwas, ja? Und dann wird es gut oder schlecht, ja, vielleicht wird euch gefallen oder nicht. Aber hier sehen wir diese klare Vorstellung. Und wenn unser Universum sieht, du hast diese Vorstellung, du möchtest was erreichen, du sendest die Signale nach draußen, ja, die Energie nach draußen, dann werden die Energien sich natürlich auch zusammen verbinden und werden euch die Möglichkeiten schenken, hier aus dieser Situation, aus diesem Vorhaben das Beste zu machen. Und natürlich die Mäßigkeit, das ist dieses Gleichgewicht, aber auch natürlich die Möglichkeiten werden da sein. Und dann gucken wir, um was hier geht, ob wir hier was noch dazu ja, als Info bekommen. Page der Kelche, sehr gut. Page der Münzen, sehr gut. Und die Liebenden, also meine Lieben, ich glaube, hier wird die Liebe groß geschrieben. Vielleicht manche von euch werden einen neuen Partner kennenlernen, ein positiver Mensch, einen Mensch, der euch ein bisschen Bewegung im Leben bringt. Muss nicht unbedingt ein Liebespartner sein für diejenigen, die tatsächlich Single sind oder interessiert sind, jemanden kennenzulernen, dann wird wahrscheinlich auch hier den potenziellen Partner sich auch zeigen. Man hat, wie gesagt, eine Vorstellung davon, wie diese Person und wie diese Bekanntschaft und Begegnung und so weiter sich entwickeln soll. Aber wie gesagt, das Leben wird euch hier auch ein bisschen helfen und von Page, zweimal Page, also was Leichtes, was noch Jugendliches, wird man dann weiter steigen in zu einer festen
feste und stabile Beziehung. Also die Liebenden, das sind wirklich Leute, die so schon fest miteinander sind und das Gleiche wollen. Und wie gesagt, für diejenigen, die dann interessiert sind an so einer romantischen Begegnung, kann sich der Partner zeigen, ja, dem potenziellen Partner fürs Leben. Für die alle anderen, das könnte sich ja handeln um eine andere Beziehung, vielleicht zum jemand, mit dem man lange keinen Kontakt hatte. Vielleicht war man ein bisschen zerstritten oder ja, da gab es vielleicht irgendwelche Missverständnisse. Und dann wird sich das irgendwie hier auch wieder regeln, man wird wieder in Schwung kommen. Ja, kann ich mir auch vorstellen, jetzt zum Weihnachten, dass man vielleicht an diese weihnachtliche Tisch, wenn man sich dann mit den Liebsten, mit die Familie, mit die Freunde zusammensetzt, dass der eine oder der andere wird auch ja, mehr in Kontakt treten, wird denn irgendwelche alte vielleicht Geschichten ein bisschen in Schwung kommen. Fünf der Schwerter, hier sehen wir eure Vergangenheit. Wir sehen eine Karte, die uns zeigt Niederlage. Also euch ist etwas nicht gelungen, was die Emotionen angeht. Vielleicht ja, die Partnerschaft, da hat ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Vielleicht mit anderen Menschen habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Auf jeden Fall, das ist nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Und hier sehen wir, man möchte wieder neu anfangen. Man möchte nochmal starten. Man hat hier irgendwelche emotionelle Verluste auch bekommen. Fünfte Kelche sehen wir das ganz genau. Aber jetzt ist die Zeit, das hinter sich zu lassen und wie neu Anfang zu starten. Für mich die Chance, also für sich die Chance geben, für den anderen die Chance auch geben, dass man hier wieder was Neues gestalten kann. Die fünfte Münzen, eure Unterbewusstsein zeigt auch die Sorgen, ja, die entstanden sind durch diese verschiedene Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, Niederlagen, wo man sich auch ein bisschen selbst Vorwürfe gemacht hat. Warum ist dazu gekommen? Was habe ich falsch gemacht? Ja, man hat sich so ein bisschen als Versager gefühlt. Und natürlich diese Traurigkeit, da hat sich dann ausgebreitet im Herzen und die Zukunftssorgen. Fünfte Münzen zeigt die Zukunftssorgen. Man glaubt nicht mehr an sich. Man glaubt nicht mehr vorwärts zu kommen hier, ja, man macht sich sehr viele Sorgen. Und dann sehen wir den Teufel. Und der Teufel kann hier natürlich auch diese Sorgen, diese schlechten Erfahrungen auch zeigen und diese Schwächen, die man dann eingeprägt hat in Unterbewusstsein. Und das muss natürlich auf jeden Fall weg. Wenn der Teufel in der Unterbewusstsein ist, also diese Negative, ja, dass man Angst hat, dass jemand mich ausnutzt, dass jemand mich manipuliert, dass jemand einfach falsch zu mir ist, das wird euch extrem bremsen, vorwärts zu kommen und hier zum Beispiel die Chance euch zu geben, ja, also das Negative, das hier gehört zur Vergangenheit, das hat mit der Zukunft hier nichts zu tun. Natürlich aus dem, was passiert ist in Vergangenheit, sollen wir auch lernen, sollen wir reflektieren, sollen wir uns auch fragen, was dazu geführt hat, dass ich sowas hier erlitten habe, auch hier, ja, die fünfte Kelche, warum ist mir da etwas nicht gelungen? Und man soll aber nicht lange diese Negative hinter sich schleppen, weil das wird dann immer mehr in euch, in eure Unterbewusstsein sich einprägen und natürlich wird euer Unterbewusstsein wird euch steuern, ja, nicht bewusst wird ihr gesteuert in diese negative Richtung, ja, dass man dann irgendwann aufhört, überhaupt an sich zu glauben. Deswegen, man muss das rausbekommen, diese negative Erlebnisse
bisschen löschen, wie man so sagt, löschen aus dem Unterbewusstsein. Unterbewusstsein, das ist wie ein Programm, das wir haben und uns steuert, und so wie wir programmiert sind, so wie leben wir auch, ja, und das strahlen wir nach außen. Unbewusst, unbewusst. Und da sehen wir die sieben Stäbe, sehr gute Karte, weil diese Karte zeigt diesen Kampf gegen dem, was sich ja ausgebreitet hat in der Unterbewusstsein. Die sieben Stäbe zeigt die Stärke. Ich schaffe das. Ich möchte nicht in diese Negative bleiben. Ich werde an sich arbeiten. Acht der Münzen zeigt auch die Arbeit, eigene Arbeit. Also hier sehen wir, dass hier wird ihr kein Helfer haben. Das musst ihr selbst schon hinbekommen, und ihr wird diese Power hier auch haben, um das Negative, diese negative Erlebnisse hinter sich zu lassen. Das ist sehr wichtig. Ja, dann haben wir in eure äußere Einflüsse, den Ritter der Münzen, und der Ritter der Münzen, das ist jemand Positives. Wie sehen, da ist draußen jemand Schnelles. Da wird eine schnelle Energie plötzlich zu euch kommen von außen. Das könnte natürlich der Page sein, die hier ja in eure Thema ist. Jemand, der wird vor euch sich zeigen wollen, weil der Ritter der Münzen, das ist jemand, der sich zeigen möchte mit dem, was er ist, was er erreicht hat. Und das ist auch jemand, der sich sehr schnell bewegt. Und da kann ich mir vorstellen, so eine Person jetzt in diesem Monat wird in euer Leben treten. Jemand, der braucht von euch ein grünes Licht. Ja, also drei der Stäbe für mich, das ist so eine Karte, wo man endlich, endlich, endlich diese grüne Licht bekommt. Vielleicht dieser Mensch war schon länger in eurem Leben. Vielleicht habt ihr diesem Mensch schon begegnet, aber ihr habt nie dem Mensch die Chance gegeben, eure Beziehung, eure Partnerschaft, eure Bekanntschaft weiterzuentwickeln. Und der Mensch möchte endlich, endlich diese grüne Licht von euch bekommen, um mit euch zu starten, was ja die Liebe angeht. Zwei der Kelche, eine wunderbare Karte. Da habt ihr zwei der Kelche, da habt ihr die Liebenden hier. Also dieser Mensch möchte mit euch die Symbiose, ja, Symbiose, Lebenssymbiose bilden. Also hat ernsthafte Ansichten. Zehn der Kelche, hier sehen wir auch eine sehr schöne Karte. Diese Glücksmomente mit dem Liebsten. Also diese Person ist sehr positiv zu euch eingestellt. Diese Person, werde ich jetzt nicht sagen, wird um euch kämpfen, ja, weil wir sehen hier diese Kampfbereitschaft nicht, aber dieser Mensch möchte sich präsentieren von euch, möchte und wartet auf das grüne Licht von euch, um einfach alles in diese Richtung zu machen, mit euch eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Bekanntschaft auf die Augenhöhe aufzubauen und natürlich die Glücksmomente mit euch zu genießen. Deswegen, es wird angesagt, diesem Mensch auch Chance zu geben. Und deswegen vielleicht hier auch, man möchte hinter sich lassen. Ihr werdet merken, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe die Chance hier, ja, und ich stehe hier mir im Weg durch diese Erlebnisse von Vergangenheit, und ich möchte das nicht. Ich möchte rausgehen, ich möchte mir Chance geben. Ja, hier euer Bewusstsein zeigt auch zwei der Münzen. Also, das ist ein Wechsel. Die zwei der Münzen, vor allem hier, man möchte auch eine Entscheidung treffen. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Und er wird natürlich sich für das bessere entscheiden, wie das, was für euch gut ist. Und hier sehen wir auch, ihr wird vor einer Entscheidung stehen. Entscheidung, die sehr wichtig ist, um euer Leben einfach positiv zu verändern. Hier haben wir auch die Königin der Kelche, eure Hoffnungen, dass da endlich in euer Liebesleben, eure Emotionen mehr
Harmonie kommt, mehr Gutes, dass man endlich in Balance kommt, ja, mit sich selbst, mit den Menschen, die da draußen sind, aber vor allem auch mit dieser Person, die hier so für euch so wichtig ist, weil ich sehe, diese Person wird für euch auch wichtig, nur ihr werdet da ein bisschen Schwierigkeiten haben, vielleicht sich zu öffnen. So kann ich mir das vorstellen und man wird alles in dieser Richtung machen, um sich die Chance zu geben. Ja, am Anfang wird vielleicht schwer, weil ich könnte mir vorstellen, eine plötzliche Begegnung mit diesem Mensch, weil der Ritter, wie gesagt, das ist eine sehr schnelle Energie. Aber man wird dann ja, entscheiden müssen. Ja, entscheiden, soll ich oder soll ich nicht. Jetzt habe ich die Chance, jetzt muss ich die Chance nutzen, weil die Chance kann vielleicht sich in den nächsten Jahren oder gar nicht mehr wiederholen. Neunter Stäbe haben wir und neunter Kelcher. Neunter Stäbe natürlich zeigt jemand, der viel erlebt hat. Ja, viele Narben auch hat. Also viele Verletzungen gelitten hat und die sind jetzt natürlich schon, die Verletzungen sind schon geheilt. Und dann sehen wir auch die Weiterentwicklung, ja, weil hier sehen wir die Verletzung. Fünfte Schwerter, fünfte Kelcher, man leidet hier noch, ja, man macht sich Vorwürfe, man hier ist auch traurig. Und hier sehen wir, ja, ich bin schon über diese Sache. Über den Berg, wie man so sagt, ja, ich habe das schon verkraftet, ich bin geheilt, aber ich habe natürlich diese Sache nicht vergessen. Aber in der Zukunft möchte ich auch anders handeln, vernünftiger handeln, reifer handeln, vielleicht nicht so leichtsinnig sein, ja, um irgendwelche hier schwierige Situationen zu vermeiden, um dann später natürlich auch Grund zur Freude zu haben. Ja, also langsamer würde ich sagen hier, langsamer wird sich das entwickeln, aber in die positive Richtung. Dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter, das ist eine Königin, die viel gekämpft hat. Und dann kann ich natürlich auch hier mit dieser Karte das verbinden, mit den neun der Stäbe, wo wir sehen, diese Verletzungen und diese Ausdauer, die man dadurch auch bekommen hat. Aber man ist sehr verschlossen. Ja? Das, was ich auch vorerst gesagt habe, die Möglichkeiten sind da, aber auch jetzt sieht man ganz deutlich, ich bin oben, ich bin unabhängig, ich habe eine Position im Leben erreicht, ich möchte das nicht verlieren, ich möchte nicht wieder in diese Situation kommen, wo ich dann leiden werde. Deswegen die Königin ist hier verschlossen, möchte jetzt nicht mehr riskieren und nicht mehr kämpfen. Aber um sich die Chance überhaupt zu geben, ja, muss man ein bisschen diese kleine Fensterchen in dem Herz, in euren Herz aufmachen. Es muss nicht gleich sofort 100% ja das Herz auf den Tablett legen. Das muss nicht sein, aber mindestens ein bisschen Chance für diese Person und für euch zu geben, um diese Partnerschaft ja Chance zu geben und dass sich alles ein bisschen entwickeln kann, also langsam entwickeln kann. Das muss nichts Schnelles sein, muss nicht unbedingt hier gleich viel Leidenschaft und so weiter, aber mindestens langsam, langsam, weil der Mensch möchte, man sieht hier diese positive Gefühle, dieser Mensch wird sich wahrscheinlich auch bemühen und man sieht hier von eurer Seite, irgendwo, man möchte das auch, ja, aber langsam. Also ich sehe nicht, dass von eurer Seite wird hier sofort sehr viel Feuer sein, aber langsam, langsam, da wird ihr euch die Chance geben, um diese
nicht unbedingt die 10, aber die 9er hier wirklich zu erreichen. 9 der Kelche, also Grund zur Freude. Und dann zum Schluss haben wir die 4 der Stäbe. Die 4 der Stäbe, das ist eine gute Karte, weil die zeigt dir Grund zu feiern, Grund mit dem Liebsten einfach zu sein und in höhere Etappe im Leben zu kommen, in eine neue Etappe zu starten. Vielleicht gerade mit dieser Person. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt sich hier handeln. Nur um eine Liebesgeschichte und eine Liebesentwicklung kann sein für diejenigen, die interessiert sind an eine neue Partnerschaft. Aber das kann hier sich natürlich auch handeln um eine andere auch Art von Beziehung. Wir haben verschiedene Beziehungen. Aber auf jeden Fall, dieser Mensch ist euch wichtig und ihr seid auch dem Mensch sehr wichtig. Ja? Und man wird hier wahrscheinlich sich bemühen, langsam vorwärts zu kommen, zusammenwachsen und natürlich dann zum Schluss sich freuen, dass man ja, auf die gleiche Höhe ist, dass man das Gleiche möchte, dass man eine Symbiose, kann man so sagen, gebildet hat. Also deswegen, meine Lieben, ich finde, das wäre natürlich super, wenn im Dezember als ja, so ein Weihnachtsgeschenk wie euch so ein positiver Mensch ins Leben kommt. Vielleicht wird es natürlich auch eine, ja, nicht unbedingt sehr frische Beziehung, Bekanntschaft, vielleicht wird ihr mit einem alten Freund oder Freundin wieder Kontakt aufnehmen und dann wird sich dann wieder entwickelt, das Ganze wieder entwickelt in positive Richtung. Ja, die Menschen verändern sich im Leben. Manchmal ist das so, dass wir, sagen wir, vor 5 Jahren hatten wir nicht die Möglichkeit, das Leben halt so zu gestalten wie heute. Und deswegen hat vielleicht vor ein paar Jahren, vor einer gewissen Zeit, das hat keine Chancen gehabt. Aber jetzt ist die Zeit reif, um diese Initiative hier zu ergreifen und aus dieser Bekanntschaft, aus dieser, kann man sagen, auch Partnerschaft, auch was Solides zu machen. Und ja, ich hoffe für euch, dass diese Legung wird natürlich mit euch resonieren und man wird Ende Dezember zum Weihnachten ja mit einem liebevollen Mensch unter dem Weihnachtsbaum sitzen und ja, die Weihnachtslieder singen oder die Geschenke auch aufmachen und so weiter. Also meine Lieben, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Natürlich frohe Weihnachten wünsche ich euch. Passt auf euch gut auf und wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich. Also alles, alles Gute und tschüss.